Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Verkehrsgigante. Wir sind in der achten Mission in Lanzing. Ein relativ großes Städtchen. Kann man schon so sagen. Hier hinten haben wir ein schönes, großes Industriegebiet, das auf Anschluss wartet. Und hier in der Mitte ein relativ großes, zusammenhängendes Stadtgebiet und ein paar einzelne kleinere Streusiedlungen hier. Hier hinten ist auch noch mal ein bisschen Industrie. Tja, als Aufgabe haben wir selber einen Firmenwert von 20 Millionen, eine Flächendeckung von 60%, ja gut, das klingt ja jetzt hier, Arbeitsplätze 50%, Freizeiteinrichtung 50% und wir haben 10 Jahre dafür Zeit. Okay, das könnte in der Form etwas problematisch werden, da hier in die Gebiete, wo die Freizeiteinrichtungen sind, beziehungsweise auch da, wo die Arbeitsplätze sind, nichts in der näheren Umgebung ist. Hier drinnen sind wir im Stadtkern extremst zentral. Hier werden wir wohl auf die eine oder andere Straßenbahn im Laufe der Zeit zurückgreifen. Aber erstmal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben ja hier schon das ein oder andere, was relativ interessant ist. Diese große, dicke, breite Straße hier in der Mitte, die ist natürlich ein bisschen doof. Das sieht man hier schon, wenn man hier Haltestellen bauen will. Man kommt da drüben fast nirgendwo ran. Also hier außenrum lohnt sich fast beinahe nichts. Also, könnte interessant werden. Ich möchte auf jeden Fall hier irgendwo im Stadtkern anfangen. Ja, wir fangen hier direkt an dem Bereich an. Drüben lohnt sich ja fast beinahe nur eine Haltestelle. Aber wir kennen die Spielereien ja schon. Wenn wir zu wenige bauen, dann kriegen wir ein Problem mit den Buskapazitäten, die wir hier letztendlich fahren lassen können. Und das wäre natürlich sehr unschön. So, dann haben wir hier schon mal unsere erste Linie. Wir haben noch 270.000 zur Verfügung. Die Reparatur wieder mit einstellen und gucken. Ja, wir haben schon alle Busse zur Verfügung. Wir starten hier wieder mit unserem Lieblingsstandardmodell mit den 45 Kapazitäten und werden dann nachher aufhören auf natürlich diesen hier, aufhören, ja, auffüllen bzw. verbessern auf den schönen MAN GLX 4 mit einer schönen Attraktivität, ja, brauchbaren Sitzplätzen und einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, er hier ist der Erste. So, ab dafür. Du kannst auf der 1 schon mal losfahren und dann kümmern wir uns gleich noch um die Linie 2. Die werden wir dann hier oben um die Ecke fahren lassen. So. Ein paar Stellen, Haltestellen mit rein. Dann könnt ihr da auch noch ein bisschen umsteigen. Eine neue Linie. Und wir haben die 2 dazu gewonnen. Du kannst dann auch gleich direkt auf die Strecke gehen. Hier noch die Automatikreparatur mit einschalten. So. Da sind wir da. Das ist schön, dass wir da sind. Wir könnten da hinten gleich mal gucken, dass wir ins Stadion kommen. Oder wir kümmern uns hier hinten noch um ein Einzugsgebiet, dass wir hier innerhalb der Stadt erstmal ein bisschen von A nach B kommen. Hier haben wir leider keinen Wendepunkt. Das ist sehr schade. Oder wir schließen die Mausempfindlichkeit. Also das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört an dem Spiel, ne? Aber man kommt mit klar, es geht. Könnte natürlich auch hier unten noch ein Zipfelchen mit anschließen. Oder hier drüben den Zipfel mit anschließen. Also einen Bereich können wir uns auf jeden Fall noch leisten. Sollte jetzt nur halbwegs überlegt werden, wo. Tja, der Zipfel ist eigentlich schon fast ein bisschen. Naja, gut. Probieren wir es. Nehmen wir den hier.
und versuchen dann hier drüben die 2. Ja, dann können wir da direkt die Combo auf 1 und 2 machen. Das ist dann natürlich auch ganz praktisch, wenn die Leute direkt umsteigen können. So. Jawohl, ja. Und wir brauchen natürlich noch einen Bus. Und Abflug. Dann setzen wir die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, dass die Leute sich hier schon mal an die Haltestellen gewöhnen können. Und natürlich, was wir immer machen müssen, die Bezahlung des Personals hochsetzen und natürlich auch die Ausbildung, damit das Image steigt und mehr Leute Interesse haben, mit uns mitzufahren. Und die ersten Fahrgäste sind auch schon da. Und dann können wir direkt diskutieren über den Anschluss der nächsten Strecke. Dann nehmen wir hier unten den Zipfel. So. Genau. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Geld, damit wir die 4 uns leisten können. Die 1, die 2, ja, 3 hat doch schon ein bisschen was an Fahrgastpotenzial. Noch nicht die große Welt. Klar, kommt ja erst alles noch. Die Leute müssen sich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Halt das Übliche. Aber es geht ganz gut los. Wir können auf jeden Fall die 4 schon mal einrichten. Da wir uns da den Bus gleich leisten können. Da ist es soweit. Und raus mit dir. Dann haben wir jetzt ja schon mal die ersten 4 Linien. Das ist dann schon mal ziemlich gut. Und jetzt kommt ihr zumindest schon mal in Teilen von A nach B. Also noch brauchen wir keine weiteren Busse auf den Linien. Eine Entlastungslinie ist auch noch nicht ganz so notwendig. Hier ist teilweise auch noch extremst viel normaler Pendlerverkehr. Die müssen wir natürlich auch noch ein bisschen in den Griff bekommen. Ja, die 2, die steigert sich mittlerweile ganz gut. Die 4 hat auch einiges. Ja, dann werden wir doch mal drüber nachdenken, die Gegenlinien zu errichten. Als erstes für die 1. Genau, da wäre es schon durch. Neue Linie. So. Denn die 1, die steigert sich langsam doch ganz schön dolle. Es sind mittlerweile doch einige, die da mitfahren wollen. Wir brauchen jetzt nur noch erstmal wieder ein bisschen Geld, damit wir die 5 dann auch erstmal mit dem Fahrzeug bestücken können. Na, am Anfang dauert das natürlich immer ein bisschen, ehe man das grundsätzliche Taschengeld wieder ein bisschen drinne hat. Die Haltestelle hier müssen wir beobachten, weil da sind nämlich wirklich viele Leute. So, dann kannst du raus. Dann wird sich hier hoffentlich ein bisschen Entlastung einstellen und wir können da ein bisschen günstiger fahren. Dann bauen wir noch einen Gegenpart zur 2 und das ist jetzt ja, hier geht das noch. Hier kommen wir noch mit ran. Aber hier hinten ist dann vieles, was wir dann schon teilweise nicht mehr erreichen. Aber es geht noch. Es geht noch. Es geht noch. Das ist natürlich immer gut, wenn es noch läuft. So, die 1 hat jetzt den ersten hellgrünen Smiley. Das ist die Station, die es ja letztendlich geht. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir sehr schnell, sehr zügig hier zusätzliche Busse drauf bekommen oder einfach höhere Kapazitäten fahren mit dem schönen, ganz großen Bus. Nee, mit dem, ja, mit meinem kleinen Liebling. Mit ihm hier. Den Elefant selber kaufe ich sehr, 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 sehr selten. Ich finde ihn halt einfach zu teuer.
Ist nicht so mein Ding. So, dann hat die 6 auch ihre Daseinsberechtigung. Und jetzt brauchen wir noch zwei Gegenspuren und danach geht da schon los mit dem Aufrüsten. So, hier drüben zum Beispiel erreichen wir nichts mehr. Das Gegenstück zur 3. Da oben, die ist natürlich nicht ganz so positiv besetzt. So, da werden wir aber auf jeden Fall anfangen mit einem großen Bus. Also da kommt von vornherein die hohe Kapazität rein. Der hier, den können wir uns auch prompt leisten. Das ist gut. Abflug. Dann haben wir die 7 und das Gegenstück zur 4 bekommt jetzt auch erstmal eine Gegenlinie, dass die Leute auch in die andere Richtung fahren können. Das bringt ja dann doch immer ein bisschen Entlastung. Vielleicht nicht mordsmäßig viel, aber doch immer ein wenig. So, dann kommen die Leute im Innenstadtverkehr auf jeden Fall schon mal ja, ein recht gutes Stückchen weit. Und wir sparen uns jetzt den Bus zusammen, genau, raus. Damit haben wir jetzt erstmal auf jeder Linie einen Gegenpart. Und dann fangen wir an mit der Erhöhung der Kapazitäten, ne? Wir sehen es ja hier, die 1, da ist mittlerweile viel los. Auf der 6 ist auch einiges los. Die 2 hat auch etliches an Leuten. Die passen hier gar nicht mehr mit rein in den Bus, wenn er jetzt nicht gleich völlig leer ist. Und dann werden wir uns von den Bussen, die wir hier zu Anfang hatten, auch schon wieder trennen. Könnte zwar sein, dass wir für ein ländliches Gebiet nochmal nutzen könnten, aber das ist nicht so interessant. So. Du gehst jetzt erstmal auf die 1. Jetzt warten wir drauf, dass wir uns einen zweiten leisten können, bevor wir den ersten Bus von der 1 runternehmen. Oh, da sind gleich schlechte Launen. Oh, das wird immer schlimmer. Also wir brauchen dringend noch einen weiteren großen Bus, eigentlich sogar noch zwei. Das wäre, glaube ich, das Mindestmaß, dass wir dann hier erstmal etwas abgedeckt haben. So, kannst du hier gleich unterwegs sein. Und wenn der sich hier ein bisschen geleert hat, werden wir ihn von der Strecke nehmen. Jetzt zum Beispiel. Den können wir auch dann vertickern. Hat genug Geld eingebracht und wir können uns dann noch einen großen Bus leisten für diese Linie. Und sind jetzt hier mit 3 Stück unterwegs und hoffen mal, dass sich die einzelnen Haltestellen ein wenig beruhigen und sich wieder etwas erholen. Hier insbesondere die hier. Ist natürlich immer schlecht fürs Image sowas. Können wir uns noch einen Bus leisten? Dann können wir uns jetzt mal um die 2 kümmern. Denn auf der 2 ist auch der ein oder andere Smiley, der langsam nicht mehr so schön ist. Ja, der hat sich gerade geändert. Der ist hier schon im negativen Bereich. So, du bist fast leer. Dann können wir dich auch direkt verkaufen. Hast ebenfalls genug Geld eingespielt. Und wir setzen auf die 2 noch einen großen Bus. Fahrt jetzt beide relativ dicht hintereinander, aber das geht schon noch. So, die 3, die werden wir auch aufrüsten. Da kommen jetzt auch erstmal 2 Busse drauf. Und den ziehen wir raus. Gleich verkaufen. Also schon den richtigen ausgewählt. Zack. Und wir schicken den nächsten großen auf die Strecke. So, bei der 4 werden wir das Ganze auch machen. Vorausgesetzt, wir haben das Geld dafür.
Zack. Da ist es durch. Ab. Ja, du bist zu spät. Jetzt. Dann dich auch verkaufen. Also bei den Rausziehen vom Bus ist immer halt wichtig, dass der nicht völlig voll ist oder sowas, weil das geht immer zu Lasten des Kontos, weil ihr müsst die Tickets in Teilen zurückbezahlen. So, dann hätten wir dieses. Dann haben wir noch die 5. Der hat auch genug eingespielt, der Bus. Da sind auch schon die ersten Negativ-Smileys. Die 1 hat sich wieder beruhigt. Also die Erhöhung der Kapazitäten war vollkommen richtig. So. Zwei Busse auf der 5. Die 5 ist die Gegenspur zur 1. Auf der 1 haben wir ein 3, also wenn wir auf der 5 auch nochmal 2 setzen. Also insgesamt 3. So. In der Hoffnung, dass sich dann hier alles wieder ein bisschen beruhigt. Dann sind wir bei der 6. Das ist der Gegenpart zur 2. Ja, der ist nicht so voll. Ja, doch, der ist voll. Der ist sehr voll. Gut. Also die 6 erstmal mit einem zweiten bestücken. Oh, du bist gerade leer. Dann ziehen wir dich doch direkt da raus. Gehen diese Busse verkaufen. Das war dann auch der letzte von diesen kleinen. So, haben dann da auch erstmal 2 drauf. Ah, die 7 ist auch schon mehr als im Gewinn. Zack, raus mit dir. Und die 8. Auf der 7 schon einen großen Gesetz gehabt? Ja, tatsächlich. Und die 8 braucht natürlich dann auch noch einen Bus. Schwupp, raus mit dir. So, da haben wir erstmal eine grundsätzliche Abdeckung. Aber wenn ich mir das hier so in Teilen angucke, die ein oder andere Haltestelle. Wir sollten da weiter aufrüsten. Insbesondere, da ja demnächst hier noch zusätzliche Strecken mit rankommen, die dann ein weiteres Fahrgastaufkommen mit sich bringen und die dann da auch natürlich massivst noch mit reinpressen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen, wenn wir uns hier unten im Süden weiterentwickeln und dann uns hier ganz außenrum hier so mal mit einer Straßenbahn beschäftigen werden. Das machen wir aber, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss und bye bye.